Das Bigger Splash ist eine Neuinterpretation des Klassikers Der Swimming Pool mit Alain Delon und Romy Schneider. Ein Film, in dem es um die Beziehungen von Menschen geht. Luca und ich haben aus dem Originalfilm das übernommen, was uns relevant erschien. Und dann haben wir von Grund auf alles um diese Figuren herum neu erfunden und was sie einander bedeuten. Oh Gott, ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Ich mochte die Idee, dass diese vier zivilisierten Menschen ihre Ängste und geheimsten Wünsche offenbaren. Es ist wie eine geschlossene Gesellschaft. Das Gefühl, dass alles zu viel wird. Es geht um das Gesagte und das Nichtgesagte. Es ist der Nervenkitzel des Chaos. Das macht es so speziell. Es wird zu einem Porträt des wahren Lebens. Man muss kein Rockstar sein, um einen Punkt im Leben zu erreichen, wo man bestimmte Entscheidungen schon getroffen hat und nun mit den Konsequenzen leben muss. Pantelleria ist wie eine eigenständige Figur im Film. Diese Insel ist der verrückteste Ort, an dem ich jemals war. Sie ist aus Vulkangestein, hat keine Strände und ich glaube tatsächlich, dass dort eine bestimmte Energie herrscht. Die Energie der Insel hat in vielerlei Hinsicht Einfluss auf dich. Diese natürlichen Elemente steigern die Intensität noch, die bereits in der Story angelegt ist. Habe ich dich durch irgendetwas verärgert? Man spürt die enorme Wut, die sich im Verlauf des Films aufstaut und die dann vielleicht ausbricht. Was die vier Schauspieler auf die Beine gestellt haben, ist einfach wundervoll. A Bigger Splash. Ab 5. Mai im Kino.